Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man so einen coolen mittelalterlichen Turm hier bauen kann, wie ich den hier schon mal gebaut habe. Der Turm hat oben eine Flagge drauf, hat hier ein cooles Fenster. Man kann auch in den Turm reingehen von der Mauer aus, das ist auch ziemlich nice. Und wir haben hier hinten Richtung Königreich quasi auch noch so einen kleinen Balkon, wo man dann irgendwelche Ansagen oder sowas machen kann. Und der Turm ist ziemlich einfach zu bauen und passt perfekt zu der Mauer, die ich auch schon mal in einem Video vorgestellt habe und auch ein Tutorial dazu gemacht habe. Link zur Mauer ist auf jeden Fall in der Beschreibung, falls ihr die auch cool findet. Und an die Mauer ran bauen wir jetzt diesen Turm. Der kann natürlich theoretisch auch alleine stehen, aber ich muss einfach mal an die Mauer ran und würde sagen, wir fangen dann auch direkt damit an. Und so machen wir den hier hin. Und wenn ihr das auch an eine Mauer anbauen wollt, dann nehme ich, oder an diese Mauer Design ranbauen wollt, dann nehmt ihr diesen Block hier, also diese Säule nach oben als Mittelpunkt und platziert dann davor einmal einen Block oder einen Stonebrick-Block vielmehr und dann links und rechts jeweils nochmal einen, dass wir hier insgesamt drei Blöcke haben. Dann machen wir davon jeweils diagonal nochmal einen Block und dann in die andere Richtung drei Blöcke. So, dann wieder zwei Diagonale und dann wieder drei so. Das ist jetzt quasi die Grundform, die wir hier haben. Und die ziehen wir jetzt nochmal nach oben und zwar insgesamt 13 Blöcke. Das bedeutet, einen haben wir ja schon. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und so hoch soll jetzt jede Reihe hier werden. Und das werde ich jetzt mal eben schnell machen und das aber schneiden. Euer Turm sollte dann in etwa so aussehen. Ihr könnt ihn allerdings natürlich noch höher oder niedriger machen, wenn ihr möchtet. Aber wenn ihr ihn halt genauso nachbauen möchtet, wie ich das mache, dann wie gesagt 13 Blöcke hoch. Und das nächste, was wir machen, ist, wir kümmern uns um den Fuß quasi von dem Turm. Der soll nämlich ein bisschen breiter sein, damit es so ein bisschen standhafter aussieht, wie da vorne auch. Und dafür schnappen wir uns dann wieder die Stonebrick-Blöcke und platzieren dann hier in diese Säule quasi nochmal 5 Blöcke übereinander. Sind das 5? 1, 2, 3, 4, 5? Ja, perfekt. Das machen wir dann hier auch nochmal. Und hier machen wir dann 2 Blöcke hin. Hier auch. Und dann platzieren wir hier und hier jeweils nochmal 3 Blöcke. Das sollte dann so aussehen in etwa. Und dann schnappen wir uns die Treppenstufen davon, platzieren die hier so und so. Und hier in die andere Richtung. Und dann sollte das so in etwa aussehen. Und so lassen wir es auch erstmal. Wie gesagt, die Blöcke können wir später noch austauschen. Jetzt machen wir erstmal oben ein bisschen weiter. Und zwar ist das erste, was wir hier machen, wir nehmen uns wieder Stone Bricks und platzieren die hier so in die Ecken. Das machen wir einmal drumherum. So, und dann nehmen wir die Halbsteine vom Stone Brick und platzieren die dann nochmal in die letzte Ecke, die jetzt hier quasi über ist. Und dann sollte das Ganze von oben quadratisch aussehen. Was wir dann machen, ist, wir nehmen uns den gemeißelten Stein und platzieren den hier jeweils. Also wir haben hier die äußerste Dreierreihe quasi und platzieren die links und rechts davon jeweils. Das natürlich auch einmal drumherum. So, und wenn wir das gemacht haben, schnappen wir uns nochmal die Stufen und platzieren die hier einmal da unter und dann einmal in der Mitte und so rum nochmal. Das machen wir jetzt auch einmal drumherum. Bedeutet hier jeweils da unter, dann hier in die Mitte und oben drauf nochmal. Wieder da unter, in die Mitte und oben drauf. Und nochmal dasselbe auf der letzten Seite. Das sollte dann in etwa so aussehen. Und dann platzieren wir uns hier an den jeweiligen Ecken und platzieren dann nochmal kopfüber quasi gegen den gemeißelten Stein Treppenstufen. Die sollten dann so in dieser Optik aussehen. Das machen wir natürlich auch nochmal in jeder Ecke. So. Und hier auch nochmal. Wenn wir das fertig haben, dann können wir nämlich mit ganz normalen Stonebrick-Blöcken hier oben erstmal das Ganze ausfüllen. So. Einmal drumherum gehen. Und dann sorgen wir noch für diese Zinnenoptik, die wir da vorne auch haben. Also schnappen wir uns dafür wieder die Treppenstufen und platzieren die. Also wir stellen uns auf die Treppenstufe quasi, das ist jetzt der Mittelpunkt quasi. Und dann platzieren wir links und rechts jeweils einmal so eine Treppenstufe. Das machen wir natürlich auch wieder auf jeder Seite, ist ja, denke ich, klar. Und dann schnappen wir uns nochmal die ganz normalen Blöcke und platzieren die hier jeweils auf die Ecken drauf. Und dann haben wir eben diese coole Zinnenoptik quasi. Sieht schon mal ziemlich nice aus. Was wir jetzt machen ist, wir machen hier oben einen Fußboden hin und zwar machen wir dafür diese, wobei die können wir auch da lassen. Wir machen hier jetzt erstmal überall Fichtenholz in diesem Fall hin. Ihr könnt natürlich aber auch alles mögliche andere nehmen, ihr könnt auch Stein benutzen theoretisch. Und dann machen wir den mittlersten Block vom Turm quasi weg und machen dann hier erstmal so eine Reihe mit Fichtenholz nach oben. So, und dann gehen wir hier nochmal zwei Blöcke höher, sollte ungefähr so aussehen. Und was wir dann machen ist, wir platzieren hier oder wir zerstören hier diesen Block. Da soll es dann später runtergehen und da soll es eine Treppe geben. Und darum kümmern wir uns als nächstes. Und zwar machen wir von der Mauer aus jetzt einen Zugang, ähnlich wie da vorne. Und zwar machen wir diesen Block dafür weg, oder diese beiden Blöcke. Und machen dann auf dieser Ebene unseren Boden quasi. So, das ist auf Ebene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falls ihr keine Mauer habt, dann könnt ihr das auch so abzählen. Einfach auf der sechsten Ebene dann diesen Fußboden machen. Weil der ist nämlich wichtig, denn von hier aus gibt es nämlich erstmal das Fenster, das kommt auf diese Seite hier. Da machen wir dann diese beiden Blöcke weg. Und hinten eben den Balkon, da machen wir diese beiden Blöcke schon mal weg. Und was wir dann hier noch so als kleine Verzierung machen können, ist erstmal mit dem Fichtenholz hier nochmal so Balken anzudeuten. Das ist eigentlich auch immer ziemlich cool. Und was man dann auch noch machen kann, ist mit Falltüren hier einfach so ein paar hinplatzieren. Das sieht dann noch ein bisschen dekorierter aus, einfach ein bisschen abwechslungsreicher im Endeffekt.
Und mit den Falltüren machen wir dann noch gleich weiter. Und zwar nehmen wir die ganz normalen Eichenfalltüren und auch die Spruce Trapdoors. Und die ganz normalen Eichenfalltüren, die platzieren wir erstmal von innen so, dass wir so eine Art Fenster haben. Und theoretisch könntet ihr das auch schon so lassen. Eigentlich schon ganz cool, aber ich finde, so ein Turm sollte noch ein bisschen besser geschützt aussehen quasi. Und dann gehen wir nach vorne, mit den Fichtenfalltüren quasi und drücken dann Shift und Rechtsklick einmal nach oben und nach unten. Und dann können wir hier die Fenster nochmal extra zumachen. Das haben wir da vorne auch schon gemacht und das haben wir auch hier in der Mauer. Und das ist immer ganz cool, wenn man so dasselbe Schema quasi nochmal immer wieder bringt. Was wir als nächstes machen ist, wir gehen hier nochmal in die Ecken und platzieren hier jeweils nochmal Mauerstücke und darunter nochmal Zaun. Das machen wir hier auch einmal drumherum natürlich. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir schon mal die Türen einsetzen. Und zwar brauchen wir dafür am besten Fichtentüren. Oder zumindest bin ich ja jetzt in dem Farbschema, dass ich immer Fichte nehme. Aber wir können natürlich jedes andere Holz auch nehmen. Und wir ändern hier oben erstmal den Block zu einer umgedrehten Treppe. Das sieht immer ein bisschen cooler aus. Und dann können wir den Block hier unten nochmal zu Holz ändern. Dann haben wir hier so einen durchgehenden Fußbodenbelag quasi. Und dann stellen wir hier die Tür hin. Und oder theoretisch könnte man sie auch hier so hinstellen. Hauptsache, das sieht halt dann im Endeffekt so aus mit der Treppe und nicht so. Das ist nämlich ein bisschen komisch irgendwie. Aber so geht's auf jeden Fall. Und dann machen wir hier natürlich auch noch eine Tür hin. So, zack. Und dann können wir eigentlich hier schon mal direkt den Links machen. Den Balkon. So, brauchen wir dafür nochmal hier dieses hier. Das sind ganz normale Spruce-Treppen und die platzieren wir hier erstmal nach unten. Dann platzieren wir hier so rumguckend eine Steintreppe nochmal. Das sorgt dann dafür, dass die quasi um die Ecke gehen möchte und man hier nur dieses kleine Ende hat. Und das sieht dann eigentlich für den Balkon ziemlich cool aus. Und das gleiche machen wir hier oben auch nochmal, nur hier benutzen wir eben nur die Holztreppen. Was wir dann machen ist, wir platzieren hier einmal drei Blöcke, die machen wir aber gleich wieder weg. Und dann platzieren wir hier drumherum einmal Falltüren. Und das sieht dann so aus wie so ein Geländer quasi, dass man da nicht runterfällt. Und dann können wir die wieder wegmachen. Und dann ist der Balkon schon mal soweit fertig. Seht ihr ja da vorne, da kann dann, keine Ahnung, irgendjemand stehen und zu seinem Volk reden oder sowas, keine Ahnung. Ist aber auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Was wir dann noch machen ist, wir schnappen uns eine Leiter und platzieren die hier an die Wand. Dann bis hier ganz nach oben, wobei wir den letzten Block freilassen. Da kommt nämlich eine Falltür hin und da kann man jetzt eben ganz entspannt einfach nach oben gehen. Und dann ist man hier oben auf dem Turm drauf. So, jetzt kümmern wir uns ein bisschen um die Flagge und zwar platzieren wir hier drumherum erstmal ein paar Fichten-Falltüren quasi und schnappen uns dann nochmal Knöpfe. Weil die Knöpfe können wir eben dafür nutzen, um hier nochmal so einen verstärkten Effekt reinzubringen, so als wäre das irgendwie... Keine Ahnung, als würde das zusammengenagelt sein und irgendwie besonders, ja, weiß nicht, standhaft sein oder so. Und jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Wir könnten zum einen wieder vorne eine Flagge bauen und dafür würdet ihr dann hier einfach ein Mauerstück nehmen, dann über zwei Zäune, noch ein Mauerstück und dann halt eben eure Flagge und ganz oben drauf kommt dann nochmal ein Zaun. Was man aber auch machen kann und was ich hier drüben jetzt mal machen werde, ist, dass wir hier ein Lagerfeuer hinmachen. Das sieht dann so aus wie so eine Art... so ein Feuer, was man halt anzündet, wenn irgendwie Gefahr kommt oder sowas. Und zwar platzieren wir dann da oben erstmal ein Lagerfeuer und machen dann drumherum einfach nochmal ein paar von den Falltüren und klappen die nach oben. Sieht dann so aus wie so eine große Fackel vielleicht, wobei ich glaube, ich lasse die doch lieber weg, das sieht eigentlich ziemlich cool aus so. Dann dekorieren wir das vielleicht nochmal einfach ein bisschen mit ganz normalen Falltüren drumherum. Und ich denke, so kann man es zum auch lassen, dann hat man da oben eben so ein Signalfeuer, falls irgendwas ist oder so, kann man das nämlich ganz einfach anzünden. So, theoretisch ist der Turm jetzt schon komplett fertig, allerdings seht ihr ja hier, ich habe hier ganz viele verschiedene Blöcke noch eingebaut und das sieht eigentlich auch immer ziemlich cool aus, gerade wenn man die Mauer da noch neben hat und ihr seht schon, eigentlich passt dieser Turm sehr viel besser zur Mauer als dieser hier und das habe ich im letzten Video schon mal gezeigt von der Mauer, wie man das macht und zwar, also ich werde es jetzt nicht für den ganzen Turm machen, aber ich werde es euch mal kurz erklären, wie das Prinzip ist und zwar schnappt ihr euch nochmal ein paar verschiedene andere Blöcke, die allerdings im selben Farbton sind quasi wie von den, Stone Bricks. Und da habe ich jetzt hier in diesem Fall mal genommen ganz normalen Stein, Cobblestone, dann noch den Mossy Cobblestone hier irgendwo genau. Und dann natürlich eben noch die ganzen Varianten von dem Stone Brick. Das bedeutet diesen kaputten Stone Brick, dann diesen bemoosten. Und was ich auch noch gemacht habe, ist hier hin und wieder so Treppen einzubauen. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und drumherum habe ich dann hier noch ein bisschen so ja Gewächs gemacht, halt so Ranken und Gräser und hier so Wasserpfützen und sowas. Wenn ihr dazu genauere Informationen haben wollt, wie man sowas macht, das könnt ihr euch sonst im Mauervideo angucken. Aber hier für den Turm nochmal, also ihr würdet jetzt einfach hergehen und euch dann überlegen, wo man die Blöcke vielleicht einsetzen könnte. Und ein Block, den ich auch noch habe, ist Andesit. Ja, habe ich eben vergessen. Oh, hoppala. Das ist kein Andesit. Hier. Andesit. Benutze ich auch. Und dann baut ihr hier halt einfach was hin. Zum Beispiel habe ich ja jetzt unten ganz viele Pflanzen. Und das bedeutet, dass ich halt unten vor allem diese bemoosten Sachen mache. Also ich tausche hier dann einfach so ein paar Blöcke aus und mache die dann halt bemoost quasi. Und dann nehme ich hier nochmal den Cobblestone vielleicht hin und wieder mal. Und beim Cobblestone kann man dann natürlich auch den anderen Cobblestone damit ganz gut verbinden. Das sieht eigentlich auch immer ganz cool aus. Und dann eben auch die
ja, die Treppen hier zum Beispiel noch hin und wieder austauschen. Das ist eigentlich immer ziemlich cool. Zwischendurch kann man dann natürlich ganz normale Steine noch einfach einbauen. Und zu dem Stein passt nämlich immer sehr gut der Andesit. Kann man das dann nämlich nochmal ganz gut ergänzen mit und dann hin und wieder einfach noch ein bisschen Andesit dazu bauen. Sieht eigentlich auch immer ziemlich nice aus. Und dann gibt es dann natürlich noch diesen kaputten. Den kann man natürlich, gerade wenn hier irgendwelche Lasten sind, zum Beispiel wie hier, könnte man die vielleicht ganz gut benutzen. Das sieht dann halt ein bisschen abwechslungsreicher einfach aus. Und ihr seht schon, diese paar Blöcke, die machen den Turm halt schon sehr viel cooler und ansehnlicher, finde ich zumindest. Dass es auf jeden Fall wert ist, sowas zu machen. Ist natürlich im Survival immer ein bisschen blöd, falls ihr das jetzt zum Beispiel im Survival baut, weil man ja zuerst, oder weil ich jetzt zuerst den Turm erstmal gebaut habe und dann jetzt die ganzen Blöcke austausche. Da solltet ihr dann halt am besten versuchen, direkt von Anfang an eben die Blöcke so ein bisschen abzuwechseln, damit ihr das Ganze nicht nachträglich machen müsst. Das ist nämlich ziemlich ätzend. Und ja, das war eigentlich das ganze Tutorial zu dem Turm. Ihr könnt hier natürlich oben noch so ein bisschen einrichten, hier mit so einer Kiste und mit einem Fass, wo dann ein Pfeil drauf ist, oder mit so einer Alarmanlage hier quasi, wo man dann die Glocke läutet, wenn irgendwas ist, und hier noch ein paar Laternen hinstellen und so weiter. Aber ich denke, das kriegt ihr hin, und ich denke, das Haupttutorial war ja über den Turm, und den haben wir jetzt damit eigentlich abgeschlossen. Ich finde, das Tutorial war eigentlich ganz gut, und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann könnt ihr ja mal Hashtag Turm in die Kommentare schreiben. Und wenn euch der Turm gefällt, wie gesagt, ja, ihr kennt das ja, bla bla bla, was man so macht auf YouTube eben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.